Ach, halt's Maul, Alter. Digga, ey, 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 Bruder, das ist nicht passiert. Ja. Mason, du bist ein Gott! Wir sind jetzt dran. Jetzt! Oh mein Gott! Hey, Kriminell. Kriminell? Wir hören Musik. Nein. Na, so erkennen würde ich euch auf jeden Fall. Ja, wer ist denn die Dame? Ja, wieso würdest du denn uns erkennen? Bist du neu? Ja, oh mein Gott, ist das kein Lux? Nein, ich bin nicht neu. Ich bin schon seit November da. Also mit Perwoll gewaschen. Mhm. Wer ist die denn, Alter? Wer ist der Fahrer? Das ist die Zinkerin. Das ist die Zinkerin, oh Alter. Oh nein. Ach du wer Scheiße. Noch mal? Keine Ahnung, wer ich bin. Ich hab's vergessen, aber. Ich hab auch vergessen, dass du das Zinkerin bist. Das hört sich dann nach Hathaway an. Nach wem? Hathaway. Wer soll das denn sein? Nicht? Ey, wovon redest du? Nicht? Ja, nee, nicht. Also, was für ein Hathaway? Wenn du weißt, wer die Zinkerin ist, dann weißt du auch, wer Hathaway ist. Ey, das ist doch ein Stadtding, Alter. Das geht doch hier rum. Ja. Echt? Na dann? Ja, ja. Alter! Sind die hinter uns? Ja, safe, Bro. Ja, safe. Hast du sie jetzt schon wieder abgehängt? Ja. Ja, ja. Das kann doch nicht sein. Ach, halt's Maul, Alter. Das war ein Cops? Ja. Ups. Ich hab's gar nicht gesehen. Hallo, Schwanzpeter. Was geht? Nix, gerade eine Verfolgungsjagd gegen schlechte Fahrer-Cops. Wenn man das als Verfolgungsjagd deklarieren kann. Apotheke? Er verarscht ihn einer Tour. Ja, genau. Ja, hab ich euch recht verstanden. Aber Lux verarscht die Bullen so abartig, Digga. Er verarscht die so. Oh, jetzt hat er dich. Was? Nee, nee. Doch, hinter dir. Woher weißt du sowas? Das wusste ich aber auch. Alter, geil. Digga, ich dachte, er hat uns gefickt einfach. Mhm. Oh, ich fick uns nie, als würde ich nicht tun, Alter. Ja, Bro. Er hat keinen Bock mehr, der Bulle, der drückt schon nicht mal mehr aufs Gas, ne? Kann nichts Schlimmeres passieren. Wo willst du hin, Digga? Es ist doch nicht 18 Uhr, du Fotze. Mach nochmal einen. Oh ja, Bro, Mann. Einer geht noch rein. Hans, jetzt könntest du als Backup kommen, weil wenn alles schief geht, Lux muss rauskommen. Er muss um 18 Uhr im Bett sein, aber wir müssen noch Geld machen. Was heißt, Welchen Backup? Shop machen? Welchen machen wir? Da ist ein Bullenstreifenwagen. Oh. Fahr mal einfach ganz ruhig. Ja, fahr weg, es ist ein Sheriff, du brauchst nicht stehen bleiben. Fahr mal erstmal noch langsam, versuch ihn noch dran zu halten, dann brauchen wir nicht. Möchte der was von uns? Halten Sie mal bitte an. Ja, warum? Warum? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, das ist doch mal ein Grund. Warte, vertraut mir, ja? Ja. Und das halbe Patrol, der Fahrer einmal aussteigen und auf die Beifahrerseite treten. Der den jetzt fickt, ne? Tschüss. Das ist doof. Der arme Mann. Ey, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir ein Polizist richtig leid tut. Ich finde das nicht okay. Nee. Ich weine gleich, als ob ein Igel überfahren würde. Das tut mir voll leid, Mann. Warte jetzt wenigstens, gib mir eine Chance. Ja, ich warte hier, wir sind die Verspannung. Wir sind nicht weggefahren. Das macht doch keinen Spaß!
Da kommt er wieder. Hab doch gesagt, wir sollen hier stehen bleiben. Nee, das. Hallo. Hi. Hallo, was können wir für euch tun? Yo soy una New Mexicanos. Bitte einmal, aussteigen bitte. Wir machen, war ja gerade. Okay. Ja, ich war gerade in der Verkehrskontrolle. Amigo, was möchtest du? Wir sind Vagos, nee, ja? Jede verwechseln uns. Amigo, verwechseln uns. Wir haben ein anderes Problem. Amigo. Können Sie nach hinten schieben? Amigo, wir aus Barrio. Wir müssen in Mexiko. Ich bin gar nicht mitgefahren. Ja, hallo. Jetzt fahren weg. Jetzt fahren weg. Wir haben ihren Namen. Wir haben ihren Namen. Wie euren auch. Oh, jetzt kommen sie mit einem Drafter oder was? Yeah! Yes! Jetzt wird lustig, jetzt wird das lustig, ist doch der Abschluss, den ich hast. Peter, wo bist du? Ach du Scheiße. Wir haben echt viel hinter uns, Digga. Wir sind Stadtpark. Ach du Scheiße. Und noch einer! Und noch einer! Das war dumm. Da haben wir zu viel gebaitet, Digga. Das hätten wir nicht machen sollen. Oh shit. Wir sind jetzt 24-7 Stadtpark. Der Drafter ist in uns drinne, Bruder. Alter, wir sind jetzt schnell. PD. Ja, XPD. Jetzt sind wir an der Brücke Richtung Abschleppis, Büchse und Co. Fahren an dem Parkhaus der Bullen ehemals vorbei. Fahren jetzt auf die Abschleppis zu. Fahren jetzt an den Abschleppis vorbei. Fahren jetzt an der Brücke vorbei, wo links das neue Krankenhaus hin soll, in Richtung Southside. Biegen jetzt ab an dem Junkie Park. Biegen links ab vor der Leitstelle. Fahren auf der Gegenfahrbahn weiter geradeaus Richtung Ranchor. Blaue Brücke. Ranchor, blaue Brücke. Weiter in Richtung Süden unterwegs. Wir fahren weiterhin Richtung Süden. Und wir fahren durch Gassen hinter der Apotheke in der Southside, sind jetzt hinter der Mega Mall, biegen jetzt links ab, vorbei an dem Lagerplatz. Links von uns befindet sich die Grove, wir fahren parallel dazu, werden jetzt gleich rauskommen an der Grove-Tanke in der Gasse daneben, fahren jetzt nach links, durchqueren jetzt die Hustlers Hood Projects in Richtung Norden, Nordosten, fahren weiter Richtung Nordosten durch die Chamberlain Hills, passieren jetzt gleich die Kirche in den Chamberlain Hills, biegen jetzt links ab, wieder Richtung Norden. Nein, wir driften ab Richtung Westen, drehen uns im Kreis, fahren wieder Richtung Süden, sind wieder in den Chamberlain Hills, drehen uns wieder im Kreis, sind in der Nähe der Kirche, fahren jetzt an Lucky Plucker vorbei, Richtung Norden, Richtung Stadtpark, sind jetzt abgebogen vorm Stadt, bevor wir überhaupt da ankommen, rechts von uns befindet sich der Junkie Park, werden gleich die Brücke zum neuen Krankenhaus Richtung Eastside überqueren, befinden uns jetzt auf der Brücke Richtung Eastside, neues Krankenhaus, fahren weiter Richtung Norden, biegen jetzt ab, wieder Richtung Süden, fahren doch wieder Richtung Norden, befinden uns aber in der Eastside, hinten in Gassen im Industriegebiet, fahren weiterhin, hier in der Nähe sollte der Schneemann sein, nehme ich an. Passieren jetzt hier weiterhin die Gassen rund um den Schneemannskern, fahren jetzt wieder in die Eastside, hoch die Straße entlang Richtung Underground Tuning. Er ist doch hinter uns. Sind auf der Straße Richtung Underground Tuning, fahren jetzt an Underground nicht vorbei, sondern rein auf die Autobahn vor Underground Tuning. Befinden uns jetzt auf der Autobahn, wenden Richtung, ja, welche Richtung ist das? Southside wieder, fahren wieder runter in der Southside. Helikopter startet ab Richtung eure Richtung. Helikopter startet in unsere Richtung. Fahren weiter im Kreis auf dem Highway. Scheiße. Fahren jetzt auf den Haupthighway Richtung PDM. Eine Auffahrt vor PDM. Wenden aber nicht, sondern fahren nach links rüber. Überqueren jetzt die Autobahn in Höhe des Junkie Parks. Überqueren jetzt die Autobahn in Höhe des Unicorns. Fahren runter direkt hinterm Unicorn. Fahren wieder rauf direkt vorm Unicorn. Befinden uns jetzt auf dem Highway in Richtung Brücken. Sind weiterhin auf dem Highway Richtung Hafengebiet Brücken. Ja, spaltet sich in 5. Fahren jetzt Richtung Flughafen, wenn er nicht links sich hält. Ja, er fährt hier runter. Bei der Baustelle, da wo ich dich letztens gedingst habe, fährt wieder rauf, den gleichen Weg zurück. Nein, hat nur angetäuscht, wie beim guten Fick. Bro, warum holst du den Drafter jetzt? Dreht sich im Kreis, fährt um den Drafter hinum. Ist, Alter. Er wird langsam beizt ein bisschen, ne? Ja, so, jetzt, okay, er haut jetzt ab Richtung Stadion. Er hat noch ein bisschen Trash-Talk mit dem Bullen sich geleistet. Okay, fährt jetzt diese ganz enge Kurve am Stadion auf dem Highway, die quasi wieder zurückführt zu deiner Werkstatt, Digga. Wir werden jetzt gleich Richtung deine Werkstatt fahren, aber alles auf dem Highway. Fahren jetzt direkt auf den Flughafen. Sind unterhalb des Flughafens, wo die U-Bahn ist. Fahren jetzt weiter Richtung Flughafen selbst, also sind schon hier direkt vom Flughafen. Sind jetzt unterhalb der Terminals, wenden und fahren wieder zurück, wie es aussieht. Fahren wieder zurück. Passieren die Parkhäuser,
passieren, den, diese Bar, die da ist, diese Sky Bar. Täuschen links an, fahren aber weiter geradeaus. Biegen rechts ab, werden in der Southside rauskommen. Na, kann das dein Rev da auch? Ist doch nicht dein Ernst. Ey, Lux, natürlich kann sein Drafter das, wenn dein scheiß Revolter das kann. Ja, Revolter ist aber das entscheidest größer, du, ob er das kann oder nicht. Wir sind jetzt direkt vorm Stadion. Bist du das? Oh, ich dachte gerade, Alter. Nee, ich fahre einen weißen Drafter. Fahren jetzt, wir fahren die ganze Zeit im Kreis ums Stadion rum quasi. Wir fahren jetzt rechts Richtung Schrottplatz, ziehen die Kurve komplett rum, wo jetzt diese neuen Rocker wohnen. Hinter den Hustlern, die Straße passieren wir jetzt. Ja, Heli haben wir auch. Haben wir jetzt Heli hinter uns. Passieren die Rocker, biegen rechts ab Richtung Projects. Sind jetzt am Care Center oder wie das heißt, fahren jetzt am Projects vorbei, Richtung Osten. Ich hab das Gefühl, dass Hans-Peter uns gleich wegpittet, ne? Fahren jetzt in die U-Bahn. Oh mein Gott. Fahren in die U-Bahn. Und er sagt noch, wenn jetzt eine 40 Minuten Verfolgungsjagd kommt. Ist so. Gut ist, die liegen die Schienen unten. Die hier liegen jetzt oben, muss ich ein bisschen langsamer machen. Warum erzählst du uns das? Fahr doch einfach, du Missgeburt. Meinst du, wir sind von der Autofahrpolizei oder was? Digga, ey, Bruder, das ist nicht passiert. Was ist das denn? Digga, das ist nicht passiert. Das war der heftigste Moment. Alter, das. Digga. Was? Bruder. Sind jetzt wieder in der Southside, fahren Richtung Nordwesten. Bist du das? Oh Gott! Bist du das gewesen? Mein Herz! Alter. Bist du das gewesen? Ja, der Draft ist nur noch hinter euch. Alter! Das war krank, das war krank. Draft da und dann kommt eine Dingens andere Streifen, die weit hinter euch. Zwei Streifen sind hinter uns. Der Heli ist aber weg. Helikopter konnten wir sehen. Ja, was das war wieder da. Das sind jetzt an der Tank an unserer. Passieren die. Alter! Ja, kommt euch was entgegen? Uns kommt was entgegen? Nein. Wir sind jetzt in den Payroll-Dingern, in den Kanälen. So eine Strecken würde ich nie fahren, weil du nie weißt, ob der andere noch behinderter fährt als du, weißt du? Und dann springen die hier rüber einfach mit 300 km/h. Ja, macht der auch gefühlt da hinten. Ja, jetzt sind wir parallel zum Maskenladen, biegen ab Richtung Friseur. Fahren auf unser Hotel zu, Richtung Norden. Biegen rechts ab bei Hassans Likörstore. Fahren jetzt straight Richtung Osten. Alter, ist denn keiner von uns wach, ey? Der ist richtig salty hinter uns, ne? Fahren jetzt wieder Richtung Norden bei Bean Machine vorbei, straight auf Life Invader zu. Auf was schieße ich aus einem scheiß Reifen, Alter? Nein. wir können, dann, Digga, dann bist du der meistgehasste in der Stadt und auch von mir. Das war auch eher ein Joke, Alter. Ja, weil dann geht wieder Code Red, Alter. Ich bin doch nicht meine Jungs. Ich bin doch nicht auf Boah! Digga, was zur Hölle passiert hier? Ja, wir sind Dings, wir haben Verfolgungsjagd, wir haben mehrere Cops hinter uns. Wir brauchen Hilfe. Ey, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir gerade am Schlüsseldienst vorbei, Weasel News vorbei. Fährst du gerade nur aus einem Grund so scheiße, oder? Keine Musik oder was, Bro? Ja, ist es das? Weiß ich nicht. Probier mal, mach mal Musik an. Okay. Sicher? Ja klar, mach, safe. Aber dann machen wir richtig gleich ein Lied, wo wir wissen, okay, da kann das direkt auch was werden, weil du willst ja schnell, ne? Ach, jetzt ist ja du. Mach mal einfach. Was du gerade fühlst. Ah ja. Oh shit. Digga, ich hab grad das Gefühl, dass irgendwie noch 190 Point mehr im Alter, was alles hinter uns ist, Digga. Leg du ruhig auf, wenn du die Mucke nicht hören willst. Heli, alles, wir haben alles hinter uns. We are on a wave, take over the place, they ain't doing it like you and I. I want a holiday, let us fly away, they ain't doing it like you and I. Moving on a vibe, kill it every time, they ain't doing it like you and I. You and I, you and I, they ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. I said I'm dying to see you. Got me waiting for my lady. And I've been trying to bring you. Send a couple pics,
to mine and we're chilling now. Tryna ask you how's your day been. She gone and drawn for the liquor now. In the light, wanna split and get wavy. We are on our way, take over the place, and you're doing it like you and I. I'm on a holiday, let us fly away, and you're doing it like you and I. Moving on a vibe, kill it every time, and you're doing it like you and I. You and I, you and I. They ain't doing it like you and I. Tell them over, girl, move aside. Why? They ain't doing exactly it like you and I. Try not to worry where the future lies. It's a fact, I am yours and you are mine. She puts in the work morning through the night. Still, she's the life of the party on a uni vibe. Trying to get a brother in a suit and tie. Looking fresh, get the pussy wet like a scuba dive. She walked in the place looking like a Barbie. Summertime girl, put the chicken on the barbie. Breasts and legs, them other gal are making sarnie. Sex the best, you get up in the bed, I can't leave. She loves a dirty rhythm just like I do. You feel like you're me, I feel like I'm you. You don't have to watch no face when we ride through. You don't have to watch what I'm on, cause I like you. Yes, I'm dying to see you. Oh, das sind Drafter! Du hast ihn gebaitet, Digga! Zufälligerweise läuft jetzt noch der Remix hinterher, das passt ja. Ich mach mir mal ein Kippchen an nebenbei, glaube ich. Wir sind in der Nähe vom Ding. Ja. Im Rathaus, wir fahren da gerade rum. We are on a wave, take over the place, they ain't doing it like you and I. I want a holiday, let us fly away, they ain't doing it like you and I. Moving on a vibe, kill it every time, they ain't doing it like you and I. You and I, you and I, they ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. Doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. You and I. You and I. They ain't doing it like you and I. I said I'm dying to see you. Got me waiting for my lady. And I've been trying to free you. Send a couple pics, drive me crazy. She got to mine and we're chilling now. Tryna ask you how's your day been. She gonna drawn for the liquor now. And the light gonna split from your wavy. We are on the way. Take over the place. And you're doing it like you and I. I want a holiday. Let us fly away. And you're doing it like you and I. Moving on the vibe. Kill it every time. And you're doing it like you and I. You and I. You and I. They ain't doing it like you and I.
tell, tell, tell them over, girl, move and slide. Why? They ain't doing it like you and I. Try not to worry where the future lies. It's a fact, I am yours and you are mine. She puts in the work morning through the night. Still, she's the life of the party on a univide. Trying to get a brother in a super tight. Looking fresh, get the pussy wet like a scuba dive. She walked in the place looking like a Barbie. Summertime girl, put the chicken on the Barbie. Breasts and legs, them over gala, bacon, sarnie. Wir sind gerade durchs Parkhaus durchgefahren. Wir sind am Parkhaus vorbei. Digga, einer soll sich vor so ein Parkhaus stellen und das zumachen, wenn wir durch sind. Guck mal. Hast du einen Unfall gemacht? Irgendwo eine Gasse zu machen, dass ihr dann jedenfalls durchfahrt und ihr du zu machen. Am besten ein Parkhaus, weil dann können die müssen die übelst lange wenden. Bruder, jetzt könnte man easy Bank machen. Ey, Bruder. Ich weiß, was du machst. Digga, hast du irgendwie gerade Zeit, eine Gasse zuzumachen? Hast du Lust, eine Gasse zuzumachen? Digga, Bruder, ich hab alles, was gerade im Dienst ist, hinter mir. Einfach alles, Bruder. Einfach alles. Da kommt noch ein Supersportler. Jetzt noch ein Supersportler. Ah, der ist von uns, okay. Man soll den scheiß Drifter wegschieben, mal oder so. Schieb den Drifter weg. Aber nur wenn du, Digga, das Risiko, ne? Kann sein, dass die dich dann richtig nerven, weil das sind echt viele, Digga. Die haben dich weggerammt. Alles gut, fährt beim Benny's zu dem. Guck, dass ihr eine kleine Lücke zu dem kommt, dann fahrt ihr beim Benny's vorbei und ich park da gerade die Autos zusammen. Ja, du kannst nicht mehr. Stimmt, sag wann. Ja, ich fahr zum Benny's, mach mich bereit. Guck, dass ihr eine Lücke dazwischen bekommt und dann fahr durch. Bleib dran. Ey, ich bleib dran. Ey, hör zu, du musst eine kleine Lücke zu denen aufbauen und dann bei Benny's durchfahren. Ich hab Grove am Telefon, die machen dann dazu. Okay. Krieg aber erst eine Lücke rein. Ich sag dir erst, wann bist du? Bist noch nicht da, ne? Nee, noch nicht. Fahr noch ein bisschen rum, der ist noch nicht da, Digga. Komm, aber ihr müsst aber von der Schienenseite reinfahren, ja? Was war das? Bro, Alter, no way. Was war das? Oh, ich weiß nicht, was das war. Da war nichts. Dann ja, war nichts. War nichts, fahr weiter. Das Auto sieht auch normal aus. Aber das war ein absoluter Sinn. Weil mein Auto war immer so gestoppt, deswegen. Doch. Gestoppt? Ja, es war einfach. Ich hab ein 360 gesehen, Alter. Kampf oder wie? Oh, was? In der Southside. Ey, Messi. Digga, Bro, du halt doch dein Maul einfach jetzt. Auf Krampf, sagt er mit 9 Kollegen hinter uns und einem Drafter, der schneller ist als jedes Auto in der Stadt. Haha, auf Krampf. Da, wo die neuen Rocker. Guck, dass ihr in der Lücke reingefahren. Bist du jetzt? Ja, wir sind jetzt da. Wir fahren jetzt rein. Fahr rein. Ja, klar. Wir fahren jetzt rein. Ja. Ja. Mason, du bist ein Gott! Du bist ein Gott, Bruder! Ein absoluter Gott bist du, Alter! Ja, das gute alte Feuer. Okay, jetzt sind die alle durch. Jetzt sind alle durch. Egal, das, Bruder, der Versuch war es wert. Die sind alle wieder hinter uns, aber egal, der Versuch war es wert. Das sah so geil aus. Ich liebe dich. Und die können dir nichts vorwerfen, Bro. Nix. Nix können die, Digga. Das war. Du Alien, Mann, du hast so einen gut auf meiner Liste, Alter. Das ist Kinoreif schon. Digga, das ist. Ich schwör's, ich fühle mich wie im Kinofilm seit 20 Minuten, Bruder. Und mein Fahrer will schlafen gehen, weißt du? Er muss die abhängen. War das Mason, oder? Digga, das, ja, Mason war das. Digga, hammermäßig. Was? Du musst einfach beim Dings, beim Schlüsseldienst da in die Garage dahinter fahren. Digga, Bro, und hinter uns sind nicht ein, zwei Autos, wirklich. Hinter uns sind 12 Autos, dann 3 SUVs, wo Sheriffs drin sind, denen alles egal ist. Die versuchen uns nur aus der Hölle zu pitten, Digga. Ja, geil. Boah, Digga. Wir können noch Sirenen, Alter. 100 Stück. Bro, das die Sirenen kriege ich heute auch nicht mehr aus meinem Kopf, Alter. Digga, das war geil, Alter. Digga, Mason, du hast richtig einen gut, Alter. Hat leider nicht geklappt, Bruder. Ja, egal, versuch was wert. Nochmal würde halt auffallen, weißt du? So kriegst du keinen Ärger, nix. Alles gechillt, Bruder. Ja, geil, ich versuch mal weiter. Ja, wenn was ist, call jederzeit, Digga. Ja, hau rein, Rudi. Hau rein, ciao, ciao. Halt mich frage, die wissen ja, wer ich bin. So safe. Ist ja safe, ne? Warte mal, wir haben doch noch mehr Gangs, die uns kurz in eine Ecke zu machen können. Ich hab schon alle versucht, ich hab die Nummern, ne? Ist jetzt keiner erreichbar. Das ist nicht dein Ernst. Am besten wäre Kay in der Eastside. Ach, scheiße.
Und die haben es gegenseitig gerammt. Digga, Lux, weißt du, was dein Problem ist? Je länger du fährst, umso kürzer ist dein Zeitraum, den du noch hast. Was willst du dann machen? Ey, hast du irgendjemanden, der uns helfen kann, Cops in der Verfolgungsjagd anzuhängen? Also, es ist jetzt nicht sowas, wo es halt mich. Wir sind die, die weißt Verfolgungsjagd. Es geht nicht um Leben und Tod. Zigtausend Bullen. Ja, ja. Bruder, ich dachte, du hast irgendwo Nachtschicht in der Tanke oder so, Alter. Nein, scheiß auf dich, fahr weg weiter. Wenn ja, gib der Person meine Nummer, die soll mich anrufen. Alles klar, danke. Okay, Digga. Ich werde jetzt harte Geschütze auspacken, damit du schaffst abzuhauen. Was, kriege ich auch einen Rafter? Nee. Musik. Achso. Alter, Digga. Auf Krampf, sagt er. Digga, ich mag Matthewson so gerne. Warum muss er so einen dummen Kommentar bringen? Okay, Bruder. Zeig, was du kannst. Autofahren schnell sein will, höre ich immer diese Musik. So, stell die Autobahn vor, du fährst einfach Endstufe deiner Geschwindigkeit. Alter, was will er? Ach so, ich dachte gerade, er wollte uns ran. Er hat Bullen versucht. Sagen, das ist auch gerade Platz 1. Wenn du schaffst abzuhauen, ist das Platz 1, Bruder. Mehr geht nicht. Du hast dir halt den ganzen Vormittag gedemütigt. Sie holen sich nur, was ihnen gehört. Sie wollen ihr Hack. Du bist ihr Hack, Digga. Unten Parkhaus. Bleib doch stehen, du machst es nur schlimmer. Bro, jetzt mal ehrlich, wenn ihr wisst, wer ich bin, warum dann noch das Aufgebot? Warum? Erzähl's mir, gib mir einen Grund.
Bleiben Sie einfach stehen! Warum siehst du mich? Okay, Digga, dann pack ich. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Mir fällt nichts anderes mehr ein. Oh shit. Ich gebe dir jetzt die besten möglichen Vibes, Digga. Mehr geht nicht, wirklich. Den Song habe ich gehört, das erste Mal, wo ich in meinem Leben in Los Santos war. Was ist denn Neon wieder? Like with your 17, I'm gonna murder you. Baby, I'm so keen. Baby, I got your back. Like with your 17. Könnte einer von uns sein. Hast du eine Idee oder was? Hat irgendjemand mit Nick telefoniert? Nee. Ja gut, vielleicht hat er noch eine Idee. Southside ja. Sind wir jetzt. Wo bist du? Ja, am Stadtpark mit dem Rubble. Er ist am Stadtpark mit dem Rubble. Aber ey, ich hab die Wand gescheppert und alles. Du warst das? Ja, Digga, wir haben nur noch, jetzt gerade aktuell haben wir eine Streife hinter uns und dahinter ist ein Wagen, der aussieht wie unser. Der pinke Jugular. Ist das unser? Wir haben nur noch eine Streife hinter uns. Bruder, nicht mit dem Auto, Bruder. Ruf mal Ortega an, er soll das nicht mit dem Kiez-Auto machen. Ja, ich frag ihn noch mehr. Frag mal bitte. Okay, bis gleich. Wir sind jetzt am Flughafen. Bro, du hast jetzt ein geringes Zeitfenster. Während wir nur die beiden hinter uns haben, Digga. Oh, da ist links was? Da ist Border Patrol. Der wird versuchen. Nee, der ist korrekt. Das ist der korrekte. Stehen bleiben. Ja, das ist der korrekte. Ja, stehen bleiben. Kommst nicht mal hinterher. Aber das ist der korrekteste von allen in der Verfolgungsjagd. Nee, wir sind jetzt gerade am Stadion. Man hört an der Stimme so, weißt du. Der hat noch Bock. Ja, das ist nicht gut. Der Typ ist ein richtig cooler Polizist. Der kriegt für mich heute 1 plus Sterneleistung. Eigentlich dachte ich, Matthewson hat richtig Bock, Digga. Bis zu seinem Kommentar, weißt du? Ja, safe.
Hallo? Gehört, da gibt's die Nummer mehr. Da sind wir nicht am wahrscheinlich drin. Okay. Nee, was ihr machen könnt, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ihr könnt jetzt rein theoretisch, wenn ihr vom EMS runterfahrt, ja? Ja. Dann könnt ihr ja auf diesen Parkplatz, also EMS runter und dann rechts. Rechts, FIB-Parkplatz? Ja, ihr habt diesen komischen. Die Garage, die nach unten geht. Nein, pass auf, du fährst vom EMS runter. Richtung Stadtpark. Ja. Dann die erste Kreuzung nach rechts, Richtung Westside. Und dann kannst du auch links in diese kleine Gasse rein auf den Parkplatz. Ja. Die Gasse kann ich direkt nicht machen. Okay, warte, fahr mal Richtung EMS. Fahr mal so, dass du am EMS vorbeifährst. Wir fahren Richtung EMS. Sag nochmal genau, ich fahr am EMS vorbei und dann, wo am Stadtpark ist das? Da, die sind direkt erst rechts und dann links auf den Parkplatz sozusagen. Weißt du, nein. Also diese kleine Gasse. Ja, ich weiß, wo du meinst, aber wir kommen von der anderen Seite. Ah, jetzt fährt er hoch. Er ist hochgefahren. Ich kann nicht dicht machen. Ja, ich fahr nochmal runter, ich fahr nochmal runter. Du musst unten auf diesen Parkplatz. Ich stehe hier perfekt, ich kann die Gasse komplett dicht machen. Wenn du jetzt so fährst, dass du am EMS vorbeifährst, die erste rechts und dann die erste links auf diesem Parkplatz, kann er die Gasse zumachen. Genau. Also du fährst jetzt rechts. Wir sind jetzt schon am EMS. Jetzt nach der Brücke fährst du rechts. Dann fährst du die erste links auf den Parkplatz, dann macht er zu. Da rein, da rein. Ja, wir fahren rein. Wir sind jetzt drin. Jetzt! Oh mein Gott! Warum? Ja, du hast mich doch gerammt. Was willst du mich jetzt? Willst du mit der Shotgun schießen? Komm, schieß! Schieß doch! Schieß, komm! Schieß! Wenn ich wegkomme, ist Alter, Alter, ohne Witz. Safe. Ja, es interessiert mich doch nicht, ob das ein Warnschuss ist. Was denkst du, wer du bist? Hat er gerade mit der Shotgun als Warnschuss geschossen? Warte, ich muss auflegen bei Dings. Ja, die schießen mit Warnschuss neben ihm. Warte. Bro, du weißt doch hinten der Parkplatz, wo du immer abhaust beim Stadtpark, ne? Und dann ruf zurück. Ja. Fahr mal dahin, da ist irgendein Bulle, ist ein Bulle wohl nur mit Nick, Alter, mit Shotgun und ballert da rum und so. Fahr mal dahin. Ja, okay. Weil wir sind hier noch am Abhauen. Ihr seid mit dem Kiezwagen unterwegs, ne? Ja, wir haben gewechselt. Ja. Versucht mal, seht mal zu, dass ihr da Nick rausholt. Ja, okay. Der hat da gerade einen komplett zerstört, Digga. Bis gleich. Ruf mich und ihr bleibt dran, ich will wissen, was passiert. Oh, Streifenwagen sind weg. Nick ist wohl irgendwie in Torbe. Heli hat uns. Ey, wo ist mein Pulli? Wir haben aktuell nur noch ein Heli hinter uns. Wir haben alle Autos ausgeschaltet. Die werden dich so ficken, Lux, ne? Ja, Bro, geh am besten morgen Mittag zur Polizei und so. Dann kannst du dich über das Wochenende in den Knast stecken, so auf den, weißt du? Ey, es ist immer noch er, der Ehrenmann. Weißt du was, Digga? Bleib doch mal kurz für ihn stehen. Da wird ja nichts kommen. Digga, du bist der korrekteste von allen und deswegen bleiben wir kurz stehen. Wir wollen dir nur unseren größten Respekt aussprechen, dass du immer noch so gechillt bist. Aber wir bleiben erst stehen, wenn ihr uns habt, Bruder Herz. Nein. Aber du hast unseren größten Respekt, Bruder. Oh nee, er hat gar keinen Unfall. Aber er fährt wenigstens vorsichtig. Er baut keinen Unfall, Digga. Oh Mann. Wir haben den Heli ja noch am Arsch. Was würde mich erwarten, wenn ich stehen bleibe? Wie viel Pack? Der Entziehung, wo endlich am Arsch. Was dich immer erwartet, wenn du wegfährst. Und die anderen im Auto? Weiß ich nicht. Rechne mal kurz aus. Rechne kurz aus, in 10 Minuten melde ich mich, okay? Hey, das ist Street Nation. Oder auch die Bitten dann wenigstens. Das macht er nicht mit Absicht, Bro. Kannst du da hinten nicht einen wegrammen schon mal? Vorsicht, Bremse. Vorsichtig, Bremse. Hol da einen raus. Scheiß drauf, hol raus. Oh. Ey, habt ihr Nick gefunden? Ist Meier noch beim DJ Anwalt? Nee, der ist aber im FIB. Willst du das sicher mit dem Auto machen, Bro? Ich will mal raus, dass wir weniger. Ich will mit Revolter, wir haben gewechselt. Ah, ihr habt gewechselt. Ihr habt auch einen Revolter? Ja. Dann lass uns unter einer Brücke treffen, wo wir dann beide losfahren. Dann folgen sie uns beide. Sie wissen safe, dass du nicht wir sind. Die wissen, wer wir sind. Also die wissen, dass Lux fährt und so. Welcher? Hast du die Brücke beim... Wo bist du? Wovon redest du denn? Ineinander rein, die Bullen. Ja, ich weiß. Das provoziert er ja auch. Wo bist du genau? Ich bin hinter euch. Auto? Ich stehe auf dem Erdbeerfeld und lass uns irgendwo treffen, dass wir an einem Ort in irgendeinem Tunnel zu zweit rauskommen. Ja. EMS-Unterführung. EMS-Unterführung, sagt er. Kannst du da schnell hin? Er spricht sich rum, wie ich überhaupt bin. Ich hab jetzt 15 Autos hinter mir. Wie, du hast 15 Autos hinter dir? Ja.
Was wollen die denn von dir? Weiß ich nicht. Ach, die denken schon, du bist wir? Nee, die überholen mich. Oh, einer kommt uns entgegen, Vorsicht. Er sagt wo, wir sind jetzt altes PD, Digga. Altes PD. Sind links ab, rechts ab, Richtung Abschleppis. Jetzt EMS könnten, jetzt EMS. Jetzt EMS kann er hat Luft. Okay, oder im Tunnel, Unterführung EMS. Nee, da, wo, Unterführung, Tunnel EMS. Wo? Da ist der Tunnel, wo du auf den Highway kommst. Der Tunnel, wo du auf den Highway kommst, vom EMS. Weißt du wo? Wir fahren jetzt Richtung EMS. Ja, in den Tunnel, da fahren wir jetzt. Wir sind jetzt Stadtpark. Stadtpark. Okay, Maske wieder weg, Willi. Die sollen wissen, wer wir sind. Oh mein Gott, da hätten sie sechs ja, Bullen oder so. Schon, jetzt fahren wir in den Tunnel rein beim EMS unten. Ja, du bist gut, vor uns. Fahr, Jan, fahr! Folg ihm. Guck, die wollen ihn schon, die wissen nicht. Nee, die folgen euch. Ja, fahr nochmal zu ihm, das können wir ruhig zwei, dreimal machen. Bis der Heli an euch klebt. Okay, jetzt. Ins rote Parkhaus. Rote Parkhaus? Naja, zu spät gesagt. Nee, folg ihm einfach, folg Jan. Alter, wir sind jetzt gleich knapp eine Stunde dran, ne? Entspann dich, ne? Es sind vielleicht 30, 40 Minuten. Das ist gut. Wir müssen es wie Hütchenspieler machen. Wir müssen die Wagen durchmischen. Du müsstest uns jetzt einmal vorbeilassen, damit wir vorfahren. Im Tunnel überholen, sagt er. Im Tunnel überholen. Danke, Bro. Perfekter Moment, ja. Digga! Fahren Sie weiter hinterher noch ein Stück. Ja, wir machen gerade hier Täuschungsmanöver ohne Ende. Oh mein Gott. Wir sind gerade jetzt was von uns? Ja, die sind hinter denen. Hau ab. Ja klar, ist kein Problem. Immer noch zwei Streifen hinter uns. Der Heli verfolgt uns wieder. Ja, die sind Heli alle wieder hinter uns. Alle wieder hinter uns. Was denn? Quanto sei mai al dolore, quanto sei mai amore, quanto sei mai al solera. Lux? Hallo, was soll das? Wir reden. Hey, Lux. Okay. Ich hab fertig ausgerechnet. Er hat ausgerechnet. Vielleicht sagst du das. Ja, wie viel? Ja, also, ne, das ist irgendwas. Ich hab eine Pistole bei, ja. Rund 20.500 und 110.000. Wie viel hast du da? Ja, maximal 16. Kannst du mich mal am Arsch lecken? Kann ich dir am Wochenende absitzen, Bro? Du, ich weiß doch nicht mal, ob du welche kriegst. Vermutlich nicht mal. Nein, natürlich nicht. Und wenn ihr jetzt weitergucken lasst wollt, müsst ihr mindestens 100 Subs da lassen. War nur Spaß. Deals, Alter. Ja. Diese Wichser sind über unseren Rasen gefahren an der Tanke. Ich will wissen, wer das ist. Wer, die Bullen? Ja, okay, gut. Der Revolter. Ich bin damit hergefahren, weil die über unseren Rasen gefahren sind. Kann man sich auf seinen Deal verlassen, Frank? Jetzt verstehe. Der Typ, wenn er lügt, fickt er sich ja selbst. Wer ist das gewesen? Ey, das war Spaß, Mann. Der Carsten, danke für 1000 Witz. Zuraku, danke für 5 Subs. Ja, Nameling, okay, danke für 5 ja, Subs. Ja, ey, das war ein Spaß, Leute. Klar, ich freue mich über jeden Support, aber das war ein Spaß. Wenn ich die Bullen anrufe und sage, hey, bla bla bla, die fahren no mercy, danke für 10 Euro, mein Freund. Ansonsten weißt du, was bleibt mit der anderen übrig, außer ich kann selbst jetzt so dahin nehmen. Kriegst von mir das Wort, dass du keine Hafteinheit. Ja, halt an. Okay, wir steigt alle aus, nehmt eure Hände hoch. Ja, so wenn du mir sagst, Anzeige bringt was, mache ich gerne nächstes Mal eine Anzeige. Aber also ich verlasse mich dann auf dein Wort. Noch ein Problem. Ja, wir haben uns gestellt. Jetzt will ich ja wissen, wer das war. Ja, die Hände hoch. Ja, genau. Warum wurden die überhaupt verfolgt? Ja, das wüsste ich auch gerne. Hat uns keiner gesagt, Mann. Warum oder wieso? Ist so, warum wirklich verfolgt? Ach man. Ja, Moment. Bisschen vergessen, ne? Nee, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir euch einmal anhalten wollten wegen der allgemeinen Verkehrskontrolle. Ja, ich bin noch nicht, ich stand doch da dann. Ja, Ton, Alter, mit dem weißen Käppi bitte mitkommen zu dem Streifenwagen, der auf der Straße steht. Na klar, wenn du gerne. Mit mir nicht redest, dann geh ich nirgends zu, dann kannst du kriegen, Alter. Das war nicht er, das war er, der so redet. Ja, das war der Ja, wir gehen mit ihm. Ja, genau, kommst du bitte einmal mit, das wäre ganz höflich, ne? Klar. Spür auf der Blau, das einmal hinten einsteigen, hier, ne? Ja.
Haben Sie schon Kabelbinder anbekommen? Ich hab gar nichts anbekommen, ich wurde nicht mal durchsucht, Mann. Werde ich einmal kurz für den Transport Kabelbinder anlegen, okay? Ja, mach. Wer bist denn du, Bulle? Bruce, ich. Ja, Entschuldigung. Dann mach ich einmal das Auto auf, ne? So, und dürfen Sie einsteigen? Boah, das muss man aber. Das war Stärke, Digga. Okay, Digga. Ich verzeih dir zum 1 Million% Digga. Die Stärke muss man haben, sich zu entschuldigen, das Digga. Ehre, Mann. Alter. Shit, man, lang ist her. Wir haben noch gar nichts gemacht. Ja, werden gleich die Kollegen bei kann. Diesen krassen Geschwindigkeiten kann ich ja nicht einfach raussprengen. Das sowieso. Freut ihr euch schon auf August? Denk mir die ganze Zeit, Digga, warum am 28. August ist Boris Brecher in Hamburg. Da fahre ich nach Hamburg. Freut ihr euch? Ich habe mir 5 Tickets geholt, ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ich freue mich schon, ich bin aufgeregt. Ich habe lange nichts mehr gehabt, auf das ich mich gefreut habe. Ja, das ist doch schön, dass Sie jetzt was haben. Ich freue mich auch. Und mit meinem alten Kameraden in den Knast zu kommen. Da unten rein. Hallo. Alter, wo sind wir denn hier? Habla Espanol. Ich schweigen, alles, was ich sagen kann, und wird vor dem Gericht gegen Sie behandelt werden. Sie haben das Recht, jetzt einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Okay. Dass Sie sich keine Arbeit leisten können, wird in einer Stadt gestellt. Sonst kann aber der Reifweiter ein bisschen nicht verteidigen. Soweit verstanden? Okay. Ich habe irgendwie diesen mittleren Part gar nicht verstanden. Habla Espanol. Also. Ja. Wir haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, jederzeit einen Anwalt hinzuzuziehen. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Staater gestellt. Das mit dem Leisten verstehe ich nicht. Darf ich das meinem Kollegen kurz übersetzen? Ja, ja, übersetz mal, was? Also, was war das jetzt nochmal? Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Staater gestellt. Nee, ich habe den Anfang gar nicht mitbekommen. Achso, ja. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Wer denn? Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ja. Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Staate gestellt. Sollte kein Anwalt im Dienst sein, müssen, das sagen die immer komischerweise, obwohl du das Recht dazu hast, müssen sie sich selbst verteidigen. Haben sie ihre Rechte verstanden? Ja, warum sagen die das nicht gleich so? Ich verstehe es nicht. Ich könnte es auch nochmal in deiner Sprache sagen. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы можете сказать, будет использовано против вас в суде. У вас есть право на адвоката. Если вы не можете себе его позволить, кто-то будет доступен для вас. Если адвоката нет, долг, ты должен защищаться. Вы понимаете свои права? Права? Ja, bravo, alles klar, Mann, alles klar, bravo. Wunderbar, dann kommen Sie mit dir, ich halte die Tür auf, ne? Ich halte nochmal die Tür auf. Ja, rauskommen, wunderschön. Wenn Sie uns einem unauffällig oder auffällig folgen würden, wäre das sehr schön. Ja, klar. Ja, die lag da schon, alles gut. Was ist die bravo, Kranit, Molchon, je. Waren Sie hier unten noch nicht drin? Ich? Das ist eine Betthöhle, wissen Sie? Ich war hier schon ungefähr eine Trillion Mal. Hinten oder davon dreimal unfreiwillig und die restlichen Male freiwillig. Ist das hinten oder ist das schön? Oder ich war im Kofferraum. Es gibt schon ein Stockwerk, was nach mir benannt ist. Was, ein 31er oder? Fick dich. Ey, gibt's hier Zellen? Ja. Du bist leider aufgelegt, ne? Ja, die Zellen sind hübsch. Ne, sind sie überhaupt nicht. Ich hab die anderen Zellen erst durchgespielt. Digga, die sind nicht groß anders, die sind nur in einem anderen Stockwerk. Guck mal, die sind so dumm, Alter. Die wissen nicht mehr, wo die hin müssen. Ey, du bist so dumm. Ey, geradeaus. Und jetzt ey, ist doch klar, Alter. Musst du Cruise wieder fragen, Alter Sheriff, ey. Ich bin Rookie. Nur weil du immer in deinem... Aber unser PD ist klein und heimlich. Was ist der für ein Rookie? Ich bin Rookie. Also Rookie. Das Anfänger heißt das. Und dann digitierst du, oder was? Der ist Code Gelb. Nee, wenn er nicht weiß, wo er hin muss, weil es hier das PD ist. Alter, geht automatisch auf. Warte, erst dafür rein, dann dafür rein. Guten Tag. Wo geht's hin? Kommen Sie mit. Nimmst du mir die Kabelbinder noch ab, oder soll ich die jetzt anmalen? Na, aber gleich, wenn wir durchsucht haben, müssen wir gleich mal gucken, wie das noch. Wie bitte? Es gibt nichts zu lesen. Kannst du bitte ein bisschen leiser reden? Ich? Danke, Logan. Oh, Logan wieder, ey, nur am Schreien. Ja, und wo bitte? Oh mein Gott. Oh Mann, Hilfe.
Der will uns hier vergasen. Okay, danke. Ah, das... Das ist nicht dein Ernst. Hier, die kannst du wieder haben, Alter. Sind, ja. Ich trink doch keinen scheiß Zitronen-Eistee. Was bist du für ein Mensch, Alter? Ekliger Mensch. Oh, sorry. Ja, top, danke. Alter, das geht. Hallo! Was machst du denn hier? Ja, ich war mitten im Auto. Bist du auch über unseren Rasen gefahren, du Wichser? Ja. Ja. Boah. Musst du dich hier ausschließen? Was ist das, was? Ich hab voll Gänsehaut, das ist richtig ekelhaft. Warte, warte, da kommt noch einer. Ich sag doch, ich hab mich übergeben, ja. Alter. Einmal. Geil. Die tun richtig weh beim. Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Aus deiner Küche bis hier. Ja, nehm ich. Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, es ist vorbei. Ja, nimm mich. Das war's aber jetzt wirklich. Ich bin gestorben. Es riecht hier komisch. Ja, nimm mich alle. Ein kleiner? Ach, ich glaube, das war's.